Gute und hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie jedes Jahr bin ich auch dieses Jahr wieder im Wald unterwegs, noch schnell bevor die Schutzzeit für brütende Vögel beginnt, und sammle meine Haselstecken, um zum Beispiel meine Weidefackeln und so weiter herzustellen, aber auch Rankobolisken und so weiter. Und bin mal gespannt, was ich heute so finde. Sieht ja gut aus, eine ganze Menge Zeug da. Wie gesagt, nachhaltiges Arbeiten, und dann hat man auch jedes Jahr was davon. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, gestern war ich nämlich unterwegs und habe dieses wunderbare Steckholz versteckt auf Privatgrundstücken in der Nähe von Gewässern. Und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Wollen wir mal. Womit fangen wir denn an? Die ersten, die mir in die Hände kommen, sind die roten Belgier. So. Oh, die sind aber schön. Schaut euch das mal an. Die treiben auch schon an. Wunderbar. Das ist kein Schimmel, sondern das sind tatsächlich, das ist Kallusbildung. Da kommen dann kleine Faserwurzeln raus. Wie gesagt, roter Belgier, die kommen als erstes da drüben hin. Ich weiß, dass das Ganze eher suboptimal ist hier an dieser Stelle, aber das muss für dieses Mal einfach so funktionieren. Etwa eine Fußlänge, und der nächste. Etwa 5 cm rausgucken lassen. Steine drunter. Ne, das wächst nicht. Um auf der anderen Seite Weiden stecken zu können, musste hier erstmal ein alter Ast weichen und ein paar Seitenäste. Die waren ohnehin schon zum großen Teil tot, und so habe ich dann wenigstens Platz und kann dort ein paar Weiden wachsen lassen. Ich glaube, an dieser Stelle hätte ich besser einen Helm getragen. So, nächste Sorte nehmen wir die Viminalis purpurea. So, einmal zum Hinschauen. Noch nicht ganz so wüchsig, aber auch hier beginnt es schon. Da sind die Kallusstellen, da sind die ersten Wurzeln. Wunderbar, einwandfrei. Ich nehme das Steckholz einfach kopfüber in die Hand, sodass es quasi mit dem Wurzelende nachher von mir wegliegt. Man kann auch hier schön sehen, die Augenrichtung, die Knospen, dass die zu mir hin zeigen, damit man das eben so in den Boden steckt. Ich habe zwar gesehen, dass es andersrum auch wachsen kann, aber so ist es natürlich besser. Ich habe hier an dieser Stelle dann noch eine zweite Reihe nebendran gesteckt, denn das war mehr Steckholz als Laufmeter, wo ich die hinstecken konnte. Ja, und da das alles hier Landschaftsschutzgebiet ist, haben wir das Problem, dass wir eben solche Sachen nicht einzäunen können. Das ist zwar ein Privatgrundstück hier, aber auch hier darf man nicht zäunen, außer mobile Zäune, zum Beispiel für die Schafhaltung etc. Und deshalb muss ich das auf diese Weise leider machen. So, und jetzt die dritte Sorte, die Black Maul. Hier kann man sehen, dass die tatsächlich schon richtig antreiben hier oben. Die eine oder andere sind schon dabei.
Aber hier habe ich Angst, dass ich zu viel Knospen kaputt mache. Ich schneide hier das Gummi quasi ab. So, und schon ganz losgehen. Auch hier natürlich wieder den Knospen Richtung nach oben. Ups. Und wenn wir schon mal hier sind, dann wird auch gleich Material für die Kurse und für die Produktion gesammelt. Wunderschöne Haselstecken für Leuchten etc. Und so sieht das Steckholz gesteckt aus. Wunderbare Knospen. Und hier nochmal ein schöner Eindruck von dem bemoosten Apfelbaum. Sieht toll aus. Schaut mal, auf der einen Seite Verfall, ein toter Baum. Und auf der anderen Seite kommt die Natur mit voller Wucht wieder. Sehr schön. So, und hier ein paar Kätzchen von der Bluthasel, von der normalen Waldhasel. Und hier als nächstes ein paar Kätzchen. Mal schauen, wer die kennt. Schreibt's mal in die Kommentare rein. So. Wunderbar. So. Ich glaube, das war für heute genug. Habe ich eine ganze Menge Haselstangen. Habe ich eine ganze Menge Haselstangen für meine Produktion wieder. Das lade ich jetzt auf und dann geht's heim. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, euer Andi.